also ich ziehe jetzt nach Köln, habe mich auch lange hier aufgehalten in den letzten Wochen. Und da ist mir der Peter gut aufgefallen, als sehr sympathischer, zielstrebiger Mann. Und ja, und da ist uns halt die Idee mit dem Song gekommen. Und ja, dann haben wir den Peter gefragt, ob er Lust hätte, mit dem Video mitzuwirken. Und er hat auch sofort spontan zugesagt. Und ja, und heute sind wir hier. Die ganze Situation ist für mich absolut neu. Habe ich noch nie gemacht sowas. Und ja, in so einer Situation jetzt geht um den eigenen Wahlkampf, die eigene Wahl, darüber zu singen, dass man sich selber wählen soll, finde ich extrem. Auch gar nicht, dass sie ab 16 wählen können oder haben auch keine Lust. Und das ist jetzt halt so eine kleine Message an die Jugend, was zu tun und dass halt jede Stimme zählt und man halt damit auch was erreichen kann und mitwirken kann in der Politik. Kölner Dom und gehen ein bisschen spazieren. Diese Stadt ist so schön, wir wollen es nicht riskieren, dass der Falsche regiert und was zu sagen hat. Deswegen wählen wir Peter Kurt, weil er weiß, schon ab 16 wählt und dass alle Stimmen wichtig sind, wenn man sie auszählt. Stell dir vor, dir fehlt ein Euro, wenn du einkaufen gehst. Stell dir vor, dir fehlt eine Stimme, dass du was probierst. Wenn wir nicht wählen, wird sich nichts ändern, alles bleibt wie es ist. Ich glaube schon, dass man wirklich junge Menschen nicht mehr traditionell erreicht. Nicht über Plakate oder Flugblätter, das ist alles Quatsch. Funktioniert nicht mehr. Es funktioniert wahrscheinlich so, dass geht jetzt nicht mit irgendwelchen Einmalaktionen, sondern es muss längerfristig sich ändern. Und ich finde es wichtig, dass junge Leute anfangen, sich für Politik zu interessieren und alle 4 Jahre wählen zu gehen. Meine Güte, was ist dabei? Er ist halt ein Mann, der macht, was er sagt, also kein Mann der großen Worte, sondern ein Mann der Taten. Und das ist halt das, was mir dazu gefällt. Wenn wir nicht wählen, wird sich nichts ändern, alles bleibt wie es ist. Wenn wir nicht wählen, kann es passieren, dass uns der Falsche vertritt. Wenn wir nicht wählen, verzichten wir auf unsere Mitsprache. Jetzt bei den Aufnahmen war der Peter am Ende ziemlich relaxed und cool. Am Anfang war so ein bisschen unsicher, aber das war ziemlich schnell weg. Wir haben uns auch super verstanden und er kam auch echt wirklich super sympathisch rüber, so wie ich es auch gedacht habe. Und da das halt harmoniert hat, hat es am Ende auch richtig gut funktioniert. Wenn wir nicht wählen,